Mitmaches? Ach, hier so aus dem Stand ins Zentrum zu treffen, ist ja keine Kunst, Fräulein Froben. Vom Pferd aus, im Galopp, das ist schon was anderes. Gemacht, Ailes. Aber leichtsinnig sind sie doch. Warum? Das Pferd scheute doch vor der Brandung. Wenn es sie nun abgeworfen hätte im Wasser, dann könnte sie doch ganz leicht unter die Hufe kommen. Ach, das ist nicht so schlimm. Nicht schlimm? Wenn das Pferd nervös wird, kann es sie doch erschlagen. Dann bin ich eben tot, Herr Froben. Das ist doch nicht schlimm. Mal muss es ja sein. Aber hören Sie, spricht man so vom Tod in Ihrem Alter? Ach, aufs Alter kommt es ja dabei doch nicht an. Man ist ihm immer nahe dem Tod. Und es ist auch ganz gut, wenn man ihm ab und zu ein bisschen zulächelt und sagt, du bist mein Freund, du kommst, wenn ich nicht mehr weiter kann. Was reden Sie denn da? Ich denke, Sie haben doch wohl noch ein bisschen Zeit, wie er Sie in seine kalten Arme nimmt. Vielleicht. Vielleicht doch nicht, das kann man nicht wissen. Sehen Sie den Regenbogen? Die Brücke, die hinüberschwingt. Wer weiß denn, wie bald wir sie beschreiten müssen? Hier ist mein Lieblingsplatz, hier am Leuchtturm. Heute ist hier schön, aber im Herbst, wenn die Zugvögel aus meiner Heimat kommen, dann ist es hier traurig. Ach, warum denn? Ja, dann fliegen sie gegen den Leuchtturm, weil sie ihn für die Sonne halten. Und am Morgen liegen sie mit zerschmetterten Schädeln am Boden. Manchmal in ganzen Scharen. Ein trauriges Bild. Scheußlich. Aber Ailes, Sie sind doch so voll Leben und Glück. Es passt doch gar nicht zu Ihnen, dass Sie hier bei Wind und Wellen und Sonnenglut an den Tod denken. Meinen Sie? Woran soll ich denn denken? An Sie?